Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Hier auf dem Pfade der Toten sind wir nun und wir werden gucken, was das hier alles zu bedeuten hat. Dieses große, ja, ich sage jetzt mal wenig einladende Gesicht hier und diese wavenden Hands, die mich so an so manchen Gothic Live Open Air erinnern, aber das hier ist allgemein ein etwas sozusagen ungesellschaftliche Stimmung hier. Also ich habe hier schon Gegenden gehört, wo echt mehr Party unterwegs war. Okay, was steht hier auf dem Schild? Katakomben. Wargs. Nicht erlaubt. Ach, Warg. Ah, Herr der Ringe. Ja, die Warge. Ja, natürlich. Sorry, war 5 Minuten geistig abwesend. Oder hab mich auch immer noch scheißig geärgert. Okay, aber da ist eine Möglichkeit abzukürzen. Die werden wir uns auch gleich mal zu Gemüte führen. Welche Tür ist das? Die hier, okay. Sehr schön. Da ist wieder so eine tolle Leiter möglich. So tolle, tolle Fahrmöglichkeit. Wow. Okay. Surprises. Surprising. What the fuck is that? Okay. Der hat uns was zu sagen. Dann wollen wir gucken, was er zu sagen hat. Would you like to be born again? Look, I'm not a religious guy. I possess a powerful artifact that could give you a second chance. I don't understand. A second chance for what? To go back and fix your errors. To choose once again the decisions you made in the past. Sounds tempting. If you are interested, I will give this to you in exchange of blue and arcane magic essence. The choice is yours. The artifact erases all your skill points so that you can redistribute them. Ah, okay. Ein Skill, wie soll man sagen, Korrigierer. Interessant. Interessant, gut zu wissen. Haben wir es erst dabei? Nö. Nö, hab ich nicht. K sortieren. Passt. Alles wieder an Ort und Stelle, wo es jetzt gerät ist. What the? Was zur Hölle war das? Okay. Ich mache jetzt das, was ich jedes Mal tue, wenn ich ein neues Gebiet entdecke. Ich gehe in den Laden. Dazu warten wir jetzt mal auf den Aufzug. Nee, ich habe keine Geduld dafür. Wir gucken uns das nochmal an. Okay. Ach, das sind Augen. Okay, und da komme ich nicht drauf. Ich dachte, das sieht irgendwie aus wie... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie wie so Plattformen von so einem Plattformer. Sollte logisch sein. Okay, das ist nur eine Kürzung. Wow. Okay, er brennt wenigstens nicht. Nein. Oh, Schwein gehabt. Dann lass uns mal gucken, was es da ganz oben so zu tun gibt und... Ich mache hier erstmal eine kleine Rundfahrt. Auf jeden Fall weiß ich, wenn wir ganz rechts runterspringen, dann kommen wir zu, ja, zu dem Shop. Alter, das geht echt hoch hier. Das geht hoch, du. Und da sind wir auch schon. Wir haben auch, wollten eigentlich zum Einkaufen gehen und stattdessen finden wir hier einen etwas, wie soll man sagen, spirituelleren, etwas ungewöhnlicheres. Talk to me, oh great spirit. I invoke thee in the name of the power of Harnakon the Great. Why do you invoke my name? It is the wish of the great lord that you give me your knowledge of magic. So you must be the chosen one. I expected you sooner. What? You... already knew I was coming? Harnakon told me you were coming. Did you bring the Necronomicon? The Necronomicon? You mean the Book of the Dead? The same. Without that book, I cannot grant you my knowledge of necromancy. Necromancy? Oh, great spirit, where is the Necronomicon?
In these catacombs exists a room with a great demonic red seal. Between the fifth and sixth candle, there is a secret entrance to the room where the Necronomicon rests. Know that this book is chained. You must find the skull key to unchain it. The keeper of these catacombs holds the key, a silver key in the shape of a skull. You must snatch it. One last thing, to cast the spell that will grant you the knowledge of necromancy, I will need arcane magic essence. Don't worry, I will acquire the Necronomicon, and I will bring you the magic essence. The fucking spirits, they're all asking for magic dust. What a bunch of yonkies. Yep. Did you hear, Zira? Harnakon is sending someone else to talk to this pure spirit. Yes, he must be someone very important to be worthy of the pure spirit's magic. Anyway, I'd better hurry up before the real chosen one comes and the pure spirits find out I lied. If that bastard appears before I get the Necronomicon, I can kiss necromancy goodbye. Okay, heißt das, wir stehen unter einer Art Zeitdruck? Okay, das glaube ich jetzt zwar insgesamt weniger. War Punktlandung. Okay, cool. Bin ich da schon mal, wo ich sein wollte? Gucken wir mal, was Ubuntu mir zu zeigen hat. Oder erstmal groß reparier mich. Sehr schön. Nach dem Desaster mit diesen neokortisalen Graffel, haben wir hier einige schöne Sachen. Ui. Okay, aber erstmal kurz allgemein gucken. Langbogen. Schön. Schön. Aber 11 ist weit jenseits meiner Fähigkeiten. Plattenrüstung. Ui. Sehr schön. Aber das ist dennoch nicht in meinen Möglichkeiten aktuell. Schade eigentlich. Kann ich jetzt eigentlich diesen Zauber... Moment. Mein Interface spinnt schon wieder. Hat's ab und zu mal. Genau, Poisoned Arrow. Das wollte ich jetzt auch mal endlich mal machen. Schön. Jumel, hast du mir was zum Andrehen? Sieht das, was ich trage, gut genug aus? Schatz, sag es mir, ich habe keine Ahnung. Okay, okay, Foliant der Invasion, Eisblock beschwören? Okay, faszinierend. Langsames Gift. Foliant der Arkanenkontrolle. Aha. Verzehrendes Feuer. Kurzzeitig wird eine gehaltene Waffe, also deine gehaltene Kraft, die gehaltene Waffe, so jetzt hat, entzündet und erzeugt zusätzlichen Feuerschaden. Naja. Durchdringenden Frostes. Dasselbe mit Frost. Und dasselbe mit Licht hier, okay, schade. Rolle mit den Teleporter in den Katakomben. Warum gibt es diese Rollen, wenn es doch die Abkürzung gibt? Warum? Verstehe ich nicht. Aber den Hunger hinsetzen, weil ich habe jetzt wie gerade etwas verrutscht. Okay, was sagen die Waffen bei dir hier? Shit, sagen sie. Wobei, man muss dazu sagen, die Stäbe allgemein sind gar nicht mal so schier. Von den Schadenswerten her und auch von den Damage per Second wahrscheinlich auch nicht schlecht. Okay, was sagen die Roben hier? Die Roben sind scheiße billig. Aber ich kann sie nicht tragen. Was sagen die Rezepte? Entdeckung, okay. Wiedergeburtselixier. Wiederbelebt ein totes Haustier. Aha. Ah, das ist ein Funken des Lebens als Rezept. Aber Tränke 9 brauche ich dafür. Okay, das ist jetzt tatsächlich etwas, was man angucken könnte. Tränke, was sagen die Tränke? Oh, beim nächsten Level ab. Könnte da durchaus was drin sein? Da könnte durchaus was dabei sein, was wir da mitskillen könnten. Es würde zumindest einiges an Geldersparnis mit sich bringen. So, schön. Genau, jetzt wollte ich mir erstmal noch das hier angucken mit dem Necronomicon. War das hier? Nee, das war nicht hier. Hier drüben war das, genau. 5. und 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tam. Aha.
Ist hier der Skeletschlüssel? Nö. Ich brauche noch diesen Skeletschlüssel, aber ich will es mir erstmal angucken. Warum scheint auf das... Here it is. This must be the Necronomicon. Klaatu! What are you doing? What sort of spell are you casting? I'm saying the magic words so that the undead army won't come out. I never heard a spell like this one. Of course, because you have no movies here. But at home, I watched Army of Darkness at least 3 times. And the main character has to say these magic words. Movies. I do not know this word. Well, I'll explain it later. Let me cast the spell, take the book, and get out of here. Klaatu! Varata! Necktie. Nectern. Nickel. It's an N-word. It's definitely an N-word. Klaatu! Barada. Okay, I said the words. Well, fuck. No. That's looking a little bit bad. Ouch, das. Ich hoffe, das wird noch ein Ende. Run. Münze? Keine Rubin? It's chained to this pedestal. I need the skull key to unchain it. Komm schon! Weg! Nein! Verdammt! Falsch! Nein! Ich hab ihn verloren! Nein! Okay, erstmal gucken. Okay, das wird hier nichts. Wird zumindest so nichts. Moment, heilen, 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 heilen. Und dann eins draufbrezeln. Und es gab einen Kriegsstreik. Okay, es war etwas Desaster. Etwas desaströs. It's chained to this pedestal. I need the skull. Ja, das haben wir schon gesagt. Gut, okay. Das war jetzt hinten vorne nach hinten losgegangen, weil er gemacht hat. Und ja, das ist nicht so besonders gut, wenn man seine Zaubersprüche nicht kennt. Sowas wie Wingard Leviosa, ne? Immer diese Lombottens hier. Okay, wir haben ja nach wie vor das Problem, Molle, dass wir einen Haufen Schotter verbraten haben bei diesen scheiß Neurosen. Okay, dass wir diesen Drachen jetzt verloren haben. Leider, leider. Wir müssen auch gleich einen Ersatz finden. Einen passenden. Moment. So. Aus Feuer wird Eis. Gucken wir mal nach, was hier ist. Diese Licht kann nicht schaden. Licht in dieser dunklen Zeit. Das ist mir unsympathisch. Bleib da, wo du bist! Ich sagte, bleib da, wo du bist! Bist du Boden! Er blieb nicht da, wo er bist, der Boden. Ah, okay, 6 Münzen. Sehr schön. Wieder nach hier unten. Es sieht hier alles samt sowas von freundlich aus. Jojo, freundlich. Komm her. Patronax oder nee. Klotax oder Klo was auch immer. Nein. Nein. Licht. Ich wette, das wird sowas von hier. Scheiß Idee. Ja, das ist eine scheiß Idee. Was ist hier? Licht. Sehr schön. Nein, weg hier. Boah. Was ist das hier? Eine scheiß Idee. Okay, ich sehe das schon. Das ist wirklich eine scheiß Idee. Nein. Okay, dann ab nach Hause. Und damit würde ich sagen, dieser kleinen Exkursion durch die Hölle der Katakomben hier, sage ich, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Und ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Für die Gott.